Schrittfehler von Butzlaff. Und wieder die Möglichkeit für Schwerin. Und Suhr sucht da die Lücke, wo keine war. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Alimar Pohl. Und auch hier darf Plau natürlich wieder auffüllen. Und der Wurf. Geht über das Tor und wieder hat Schwerin sich den Ball geholt. Und der Ball ebenfalls an den Pfosten. Es bleibt also dabei, Vivien Suhr. Zu uneffektiv vor dem Tor. Und jetzt Alisa Panzer sehr sicher bisher beim Werfen. Und auch diesmal 11:10 für Grünwald Schwerin. Alisa Panzer. Freiwurf nun für Blau. Da haben sie nicht schnell genug reagiert. Da hatte sich die Spielerin im Kreis schön abgesetzt. Hatte Schwerin aber genug Zeit, den Fehler zu korrigieren, holt sich den Ball erneut. Und Blau fehlen momentan die Tormöglichkeiten. Und für Schwerin die Möglichkeit, sich mit 2 Toren abzusetzen. Das war schön außen rausgespielt. Schön die Lücke genutzt. Aber es bleibt dabei, Schwerin zu uneffektiv im Torabschluss. Neue Maria, komm. Schubert wird da behindert, darf jetzt sich eine Pause gönnen. Und links spielt sie. Freiwurf für Plau. Butzlaff leitet den Angriff ein, will den Ball da auch wieder haben. Aber Vivien Suhr hat die Hand dran. Die Verteidigung bei Schwerin steht definitiv besser als auf der Plauer Seite. Hat sie den freien Wurf. Bringt den Ball aber nicht ins Tor. Es gibt Freiwurf für Schwerin. Und erneut steigt sie da hoch. Und wieder der Block. Zufriedenheit auf der, vom Plauer Trainer da mit dem Block. Vivien Suhr jetzt durch die Beine. Die Standwürfe klappen deutlich besser. Von 9 Metern 12:10 für Grünwald Schwerin. Und nochmal Lena hat das schön aufgepasst, hat ihre Gegenspielerin nicht weglaufen lassen. Und Butzlaff von war völlig in Ordnung, da haben wir nochmal die Trainerin von Plau geholt. Völlig in Ordnung, noch einmal prallen, den Weg direkt zum Tor suchen. Und dann ist der Ball auch drin. Jetzt technischer Fehler angezeigt gegen Schwerin. Und das geht nicht schnell genug. Auf Plauer Seite. Schiedsrichter holt sich beide Spielerinnen nochmal ran, es gibt den Handshake. Und der spielt mal weiter, ohne als angepfiffen ist. Jetzt wieder angepfiffen. Aber Schwerin hat sich jetzt wieder in ihrer Manndeckung formiert. Und das, damit tut sich Plau sehr, sehr schwer. Und da ist auf einmal die Riesenlücke. Das war klasse gespielt. Alima Pohl mit dem Tor zum 11:12 aus Sicht des Plauer SV. Das haben sie gut gespielt, Alisa. Panzer spielt den Ball raus, aber der schützt der Schwung etwas raus. Jetzt müsste Schwerin neu aufbauen. Und da ist die Lücke und das Tor. Friedrun Claude mit dem 13:11. Das ist ein schnelles Zuspiel, aber viel zu flach, den kann kein Spieler bekommen.
Und dann nimmt sich Bauer etwas selbst aus dem Spiel. Aber das war ein abgefangener Ball mit Ansage. Hat sie frühzeitig gezeigt, dass sie rauslaufen will. Kriegt dann auch den Ball. Und keiner traut sich hier zu werben. Butzlaff an die Latte. Blau kriegen den Ball wieder und der nächste Versuch übers Tor. Laetitia Neitzelmann mit dem Wurf über das Tor. Und jetzt geht auch die Effektivität auf Seiten der Blauer etwas verloren. Was in der ersten Halbzeit noch so ausgezeichnet hat. Und da steht sie auf der Außenseite völlig frei, aber da steht sie auch im Kreis. Da hat man wieder die blaue Trainerin, die sagt, sie darf nicht abspielen. Und es war gut abgefangen. Hat die Schweriner Abwehr wieder gut aufgepasst. Und die ist momentan auch die Grundlage für den Erfolg von Grün-Weiß-Schwerin in diesem Spiel. Und der Ball auch nicht drin. Die Torhüterin Hand am Ball. Und dann springt er an den Pfosten und wieder Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Nach 7 Minuten erst ein Treffer für den Blaue aus V. Das ist natürlich zu wenig, wenn man im Spitzenspiel gewinnen möchte. Panzer mit im Wurf, aber sie steht im Kreis und wieder kann Schwerinerin sich den Ball holen. Da muss der Schiedsrichter aus dem Weg. Vivian Suhr und dieser Konter sitzt dann auch 14:11 für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt holen sich die Mädels hier die Sicherheit, die sie wahrscheinlich brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Maria Schubert, da hat sie sich klasse durchgesetzt zum 14:12. Da kriegen sie nicht gehalten auf Schweriner Seite. Sie verkürzt wieder auf 2 Treffer. Und das war ein klasse Kreisanspiel. Alicia Panzer sicher bisher beim Wurf, diesmal nicht, aber dafür gibt es 7 Meter. Und sie tritt selbst an zum 7 Meter. Aber sicher vom 7-Meter-Punkt. Auch als gefaulte 15:12. Und da ist eine riesen Lücke. Und die nutzt sie gerne, Kluth mit dem 16:12. Und der Pass nach vorne gelingt und sie verkürzen wieder auf 3. Henriette Bache mit dem 13:16 aus blauer Sicht. Und das Spiel hat jetzt ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Wieder der technische Fehler auf Schweriner Seite. Ballbesitz für Blau. Aber dann der Schweriner. Schweriner Abwehr hat sich wieder formiert. Und jetzt wird es für Blau wieder etwas schwieriger hier. Auch da gibt es wieder den Freiwurf. Und der Wurf von Butzlaff wird nichts. Schöner Pass nach vorne. Aber den fängt die Torhüterin. Das war natürlich zu schwach, aber den Ball hat sie auch nicht richtig unter Kontrolle gebracht. Und Alina Pohl. Das wird Fuß entschieden. So, dann frühzeitig abgepfiffen. Auch da gibt es wieder 9 Meter für Blau.
Und wenn Blau jetzt hier zur alten Abschlussstärke zurückfinden kann, wird das Spiel in den letzten 10 Minuten nochmal richtig, in den letzten 9 Minuten nochmal richtig spannend hier. Oh, da muss sie selber gehen, da hat sie die Lücke, hat sie sich schön freigelaufen. Will dann abspielen, das Passspiel kommt nicht an. Und dann nimmt sich Schwerin selber den Schwung durch den Fehlpass. Und da sucht sie die Lücke und da gibt es den 7 Meter. Gelbe Karte gegen Pauline Butzow. Und 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Der mit blauer Trainerin nicht einverstanden ist. Alicia Panzer übertreten. Und Maria Schubert mit dem langen Ball. Und das war sehr gut aufgepasst. Und jetzt geht der Ball ganz schnell wieder nach vorne. Es kommt ein wenig Hektik auf dem Spiel. Das ist das, was man dann als entscheidende Phase eines Spieles bezeichnet. Und auch da war wieder eine Hand dran. Von außen traut sie sich nicht selber zu gehen. Anna Schiller mit dem technischen Fehler, weil sie nicht weiß, wen sie anspielen soll. Blau jetzt gut verteidigt, aber auch Schwerin mit der Verteidigungshandlung. Und Anna Schiller jetzt mit dem Raum. Und da muss sie selber gehen. Da traut sie sich nicht selbst. Sollte der Pass auf Suhr kommen. Er kam nicht. Und jetzt die Lücke für Blau. Wird sicher genutzt von Therese, danke. 14-16. Jetzt muss Schwerin aufpassen, dass sie sich hier das Butter nicht vom Brot nehmen lassen, was sie sich so hart erarbeitet haben.